Ja, hallo, ich wollte euch hier mal ein neues Tool zeigen, wie ihr euren upload.to-Account mal richtig viel Punkte bekommen könnt. Schauen wir hier mal. Also als erstes gehen wir auf upload.to, erstellen uns hier einen Account, einen Free-Account. Ihr seht 0 Punkte drauf. Bei 1000 Punkten hier bekommt man für einen Monat einen Account kostenlos. Und da muss Wer nicht so lange warten will, habe ich hier ein rechtes Tool dazu. Da gehen wir hier mal. So sieht es aus. Hier haben wir Proxy-Listen. Die sind zwar schon etwas älter, aber man kann sich ja neue runterziehen. Dann gehen wir erstmal drauf auf Bearbeiten. Hier, wir müssen eine Exe, also irgendeinen File hochladen, wo mindestens 50 KB hat. Das habe ich hier mal gemacht. Also das mache ich jetzt hier mal. So, hier haben wir, da habe ich einfach lauter Sachen reingepackt. Das tun wir mal archivieren. Mit WinRAR packen. Okay. Dann tun wir es hier auswählen und hochladen. Gehen wir jetzt hier mal auf Desktop. Wo ist es denn? Ah ja, hier. Und tun es uploaden. Okay, hier haben wir es. Hier sehen wir hochgeladen 67 KB. Und kopieren uns hier den Download-Link. Dann nochmal hier drauf. Bearbeiten. Fügen hier unseren neuen Download-Link ein. Unseren eigenen. Zack, geändert. Jetzt tun wir hier Proxy-Liste. Steht hier Proxy-Liste 42. Hier. Das ist die da. Schauen wir uns die mal an hier. Hier sind lauter IPs von verschiedenen Proxys drin. Ziemlich viele. Also hat sie ausgewählt. Tun wir schließen. Änderung speichern. Ja. Dann öffnen wir es hier. So. Jetzt hat es hier mir die Proxy-Liste 42 geladen. Es loadet. Und dann startet es halt. Jetzt tut es halt das File, wo wir da hochgeladen haben, von jedem Proxy andauernd downloaden. Also ein Proxy nach dem anderen. Das kann jetzt am Anfang etwas dauern. Dazu loggen wir mal hier bei upload.to aus. Okay, ausgeloggt. Warten wir mal. Dauert immer seine Zeit. Okay, jetzt hier. Hat schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hat es jetzt schon von den verschiedenen Proxys, wo ich in der Liste habe, hat es jetzt schon das paar Mal gedownloadet. Und dann steht hier mal Upload, okay. Es downloadet es jetzt so lang und für jeden Upload bekommt ihr einen Punkt auf eurer upload.to-Account. Schauen wir mal. 2, 3, 4, 5, 17 Mal. Jetzt hätten wir schon mal 17 Punkte. Warten wir mal weiter. Natürlich solltet ihr euch immer recht neue Proxy-Listen holen. Die könnt ihr euch bei Google einfach mal schauen und downloaden. Ich schaue hier schon wieder zweimal. 19, 20. Und es downloadet hier ganz automatisch. 22, 25. Warten wir einfach mal. Okay. Wie lange kann man? Wenn man das hier mal einen Tag lang laufen lässt, hat man am Tag einen Upload, also Premium-Account. Hat man alle 10.000 Punkte zusammen.
Okay. Okay, schließe es mal. Jetzt schon mal auf unseren Account hier. Okay, jetzt haben wir hier schon, wie ihr seht, 43 Punkte bekommen. Hier ist die Datei, wo ich hochgeladen habe. 50 KB. Und ja, hier, wenn ihr das mal einen Tag lang macht, habt ihr eure 10.000 Punkte und könnt euch einen Upload.io Premium Account holen. Also ich wünsche euch viel Spaß hier mit dem Tool und bis nächstes Mal.